Karl Polanyi. Tegrad Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, übersetzt von Heinrich Schilinek. Zweiter Teil. Aufstieg und Niedergang der Marktwirtschaft. Zweite, der Selbstschutz der Gesellschaft. 15. Markt und Natur. Was wir als Grund und Boden bezeichnen, ist ein mit den Lebensumständen des Menschen untrennbar verwobenes Stück Natur. Dieses Stück Natur herauszunehmen und einen Markt daraus zu machen, war das vielleicht absurdeste Unterfangen unserer Vorfahren. Traditionsgemäß waren Boden und Arbeit nicht getrennt, die Arbeit ist Teil des Lebens, Boden bleibt ein Teil der Natur, Leben und Natur bilden ein zusammenhängendes Ganzes. Grund und Boden sind somit verbunden mit Verwandtschaft, Nachbarschaft, Handwerk und Glauben, mit Stamm und Tempel, Dorf, Gilde und Kirche. Der einheitliche große Markt hingegen ist eine Form des ökonomischen Lebens, die Märkte für die einzelnen Produktionsfaktoren umfasst. Da aber diese Faktoren von den Elementen der menschlichen Institutionen Mensch und Natur nicht zu unterscheiden sind, ist es leicht ersichtlich, dass die Marktwirtschaft eine Gesellschaft impliziert, deren Institutionen den Erfordernissen des Marktmechanismus unterworfen sind. Diese These ist in Bezug auf Grund und Boden ebenso fantastisch wie in Bezug auf die Arbeitskraft. Die ökonomische Funktion von Grund und Boden ist bloß eine seiner vielen entscheidenden Funktionen. Er verleiht dem Leben des Menschen Stetigkeit, er ist der Ort seiner Behausung, er ist eine Bedingung für seine physische Sicherheit, er bedeutet Landschaft und Jahreszeiten. Wir könnten uns ebenso gut vorstellen, dass der Mensch ohne Hände und Füße geboren würde, als dass er ein Leben ohne Land leben könnte. Und doch war die Trennung des Bodens vom Menschen und die Gestaltung der Gesellschaft in solcher Weise, dass sie die Erfordernisse des Immobilienmarktes befriedigte, ein entscheidender Teil des fantastischen Konzepts einer Marktwirtschaft. Wiederum wird die wahre Bedeutung eines solchen Unterfängens auf dem Gebiet der modernen Kolonisation deutlich. Ob der Kolonist Boden wegen des darin verbantogenen Reichtums will, oder ob er bloß den Eingeborenen zur Erzeugung eines Überschusses an Nahrungsmitteln oder Rohstoffen zwingen will, ist oftmals bedeutungslos, und so ist es auch gleichgültig, ob der Eingeborene unter der persönlichen Aufsicht des Kolonisten arbeitet oder aufgrund irgendeiner indirekten Form des Zwangs. In jedem Fall muss vorher das soziale und kulturelle System des bodenständigen Lebens zerstört werden. Es besteht eine große Ähnlichkeit zwischen der heutigen Situation in den Kolonien und der Lage Westeuropas vor einem oder zwei Jahrhunderten. Aber die Mobilmachung des Bodens, die in exotischen Regionen in wenigen Jahren oder Jahrzehnten erfolgen mochte, mag in Westeuropa ebenso viele Jahrhunderte gedauert haben. Der Anstoß erfolgte durch das Wachstum anderer als rein kommerzieller Formen des Kapitalismus. Da war zunächst im England der Tudors, der Agrarkapitalismus, mit seinem Drang nach einer individualistischen Behandlung von Grund und Boden, einschließlich Umwidmungen und Einverjedungen. Da war der Industriekapitalismus, der in Frankreich ebenso wie in England vor allem auf dem Land entstand und seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts Grund und Boden für Fabriken und Arbeiterquartiere benötigte. Der wichtigste Faktor jedoch, der allerdings mehr die Art und Weise der Nutzung des Bodens als seine Besitzverhältnisse betraf, war der Aufstieg der Industriestädte im 19. Jahrhundert, mit ihrem praktisch unbegrenzten Bedarf an Nahrungsmitteln und Rohmaterial. Oberflächlich gesehen, hatten die Reaktionen auf diese Herausforderungen wenig Ähnlichkeit miteinander, und doch waren sie Stadien in der Unterwerfung der Oberfläche des Planeten unter die Erfordernisse einer Industriegesellschaft. Das erste Stadium war die Kommerzialisierung des Bodens, was die feudale Bodenrente in Bewegung brachte. Das zweite war die gewaltige Steigerung der Produktion von Nahrungsmitteln und organischen Rohstoffen zur Befriedigung der Bedürfnisse einer rapide zunehmenden Industriebevölkerung in landesweitem Maßstabelle. Das dritte Stadium war die Ausdehnung dieses SY-Stemms der Überproduktion auf überseeische und Kolonialgebiete. Mit diesem letzten Schritt wurde das Land und seine Erzeugnisse schließlich in das System des selbstregulierenden Marktes eingebaut. Die Kommerzialisierung des Bodens war nur eine andere Bezeichnung für die Liquidierung des Feudalismus, die in den städtischen Zentren des Westends sowie in England im 14. Jahrhundert begann und etwa 500 Jahre später im Zuge der europäischen Revolutionen abgeschlossen wurde, als die letzten Reste der Leibeigenschaft abgeschafft wurden. Die Trennung des Menschen vom Boden bedeutete die Auflösung der Wirtschaftseinheit in ihre Bestandteile, so dass jedes Stück in jenen Teil des Systems eingepasst werden konnte, wo es den größten Nutzen brachte. Das neue System wurde zunächst neben dem alten errichtet, das es zu assimilieren und zur Absorbimmunisierungseinheit rennen versuchte,
indem es jenen Boden in die Hand zu bekommen trachtete, der sich noch in vorkapitalistischen Abhängigkeitsverhältnissen befand. Feudale Landkonfiskationen wurden abgeschafft. Das Ziel war die Ausschaltung aller Ansprüche von Seiten der Anrainer oder Familienverbände, vor allem der lebenskräftigen Adelsgeschlechter sowie der Kirche, Ansprüche, die den Boden von Handelsverkehr oder Hypothekarbelastungen ausnahmen. Dies wurde teils durch individuellen Zwang oder Gewalt erreicht, teils durch Revolution von oben oder von unten, teils durch Krieg oder Eroberung, teils durch legislative Maßnahmen, teils durch administrativen Druck und teils durch eigenständige, kleine Schritte von privater Seite über lange Zeiträume. Ob diese Erschütterung schnell verheilte oder im Gesellschaftsgefüge eine offene Wunde hinterließ, hing vor allem von den Maßnahmen ab, die zur Regelung dieses Prozesses getroffen wurden. Äußerst wirksame Maßnahmen zur Veränderung und Anpassung wurden von den Regierungen selber getroffen. Die Säkularisierung von Land in Kirchenbesitz war bis in die Zeit des italienischen Risorgimento eine der Grundlagen des modernen Staates und nebenbei eines der Hauptinstrumente zur ordentlichen Übertragung von Grund und Boden in die Hände von Privatpersonen. Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen wurden durch die Französische Revolution und die Reformen Benthams in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Der für das Wohlergehen der Landwirtschaft günstigste Zustand besteht dann, schrieb Bentham, wenn es keine Erblehen mehr gibt, keine unveräußerlichen Stiftungen, kein Gemeindeland, kein Rücknahmerecht, keine Zehnten. Eine solche Freiheit im Umgang mit Besitz, besonders Landbesitz, bildete einen wesentlichen Teil der Auffassung Benthams über individuelle Freiheit. Diese Freiheit war Ziel und Resultat von solchen Gesetzeswerken wie die Ersitzungsgesetze, das Erbschaftsgesetz, das Abstandssummen- und Eintreibungsgesetz, das Immobilienbesitzgesetz, das Allgemeine Einverjährungsgesetz des Jahres 1801 und dessen Folgegesetze 2 sowie die Erbpachtgesetze aus den Jahren 1841 bis 1926. In Frankreich und einem großen Teil Kontinentaleuropas führte der Code Napoléon zur Schaffung mittelständischen Realbesitzes, indem er Grund und Boden zur käuflichen Ware und die Hypothek zum zivilrechtlichen Vertrag machte. Die zweite Phase, die sich teilweise mit der ersten überschnitt, war die Unterordnung von Grund und Boden unter die Erfordernisse einer schnell expandierenden städtischen Bevölkerung. Zwar kann der Boden selber nicht bewegt werden, wohl aber seine Erzeugnisse, sofern Transportmittel und Gesetz es erlauben. Somit kompensiert die Mobilität der Waren bis zu einem gewissen Grad das Fehlen einer überregionalen Mobilität der Faktoren bzw., was auf dasselbe hinausläuft, der Handel verringert die Nachteile, die durch die ungünstige geografische Verteilung der Produktionsmöglichkeiten gegeben sind. Ein solcher Gedanke war den traditionellen Auffassern gen völlig fremd. Weder in der Antike noch im frühen Mittelalter, und dies muss besonders betont werden, wurden die Güter des täglichen Lebens regelmäßig gekauft und verkauft. Getreideüberschüsse waren für die Versorgung der Nachbarschaft, vor allem der Stadt, die der lokale Mittelpunkt war, gedacht. Kornmärkte waren bis zum 15. Jahrhundert eine rein lokale Form. Das Anwachsen der Städte veranlasste jedoch die Gutsherren, primär für den Verkauf auf dem Markt zu produzieren, und das Anwachsen der Großstadt, vor allem in England, veranlasste die Behörden, die Beschränkungen des Kornhandels zu lockern und ihn auf regionaler, nicht aber landesweiter Ebene zuzulassen. Schließlich aber führte die Zusammenballung der Bevölkerung in Industriestädten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer völligen Veränderung der Situation, zuerst im nationalen und dann im weltweiten Maßstab. Diese Veränderung bewirkt zu haben, war die wahre Bedeutung des Freihandels. Die Beförderung der Bodenfrüchte wurde von der ländlichen Nachbarschaft auf tropische und subtropische Regionen, die landwirtschaftlich-industrielle Arbeitsteilung wurde auf den Erdball ausgedehnt. Als Folge dessen wurden Völker in fernen Gegenden in den Strudel von Veränderungen hineingezogen, dessen Ursprünge ihnen unbekannt waren, während die europäischen Völker in ihren Alltagsbeschäftigungen von einer keineswegs gesicherten Integration des Lebens der Menschheit abhängig wurden. Mit dem Freihandel entstanden die neuen und ungeheuren Gefahren der weltweiten Interdependenz. Das Ausmaß der gesellschaftlichen Selbstverteidigung gegen die allseitige Erschütterung war ebenso groß wie die Angriffsfront. Gewohnheitsrecht und Gesetzgebung beschleunigten manchmal die Veränderungen, manchmal verlangsamten sie sie. Jedoch wirkten Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht nicht immer gleichzeitig in dieselbe Richtung.
Beim Entstehen des Arbeitsmarktes spielte vor allem das Gewohnheitsrecht eine positive Rolle. Die Warentheorie der Arbeit wurde erstmals klar und deutlich nicht von Nationalökonomen, sondern von Juristen ausgesprochen. Was Arbeitervereinigungen und andere Zusammenschlüsse betrifft, begünstigte das Gewohnheitsrecht einen freien Arbeitsmarkt, obwohl dies auf eine Einschränkung des Koalitionsrechts der organisierten Arbeiter hinauslief. In Bezug auf Grund und Boden änderte das Gewohnheitsrecht seine Einstellung von einer Befürwortung der Veränderungen zu deren Bekämpfung. Im 16. und 17. Jahrhundert bestand das Gewohnheitsrecht überwiegend auf dem Recht des Eigentümers, seinen Grund und Boden gewinnbringend zu nutzen, auch wenn dies schwerwiegende Umstellungen in den Wohn- und Arbeitsverhältnissen zur Folge hatte. Auf dem Kontinent bedeutete dieser Mobilisierungsprozess, wie wir wissen, die Übernahme des römischen Rechts, während sich in England das Gewohnheitsrecht weiterhielt und erfolgreich die Kluft zwischen den beschränkten mittelalterlichen Besitzrechten und dem neuzeitlichen persönlichen Eigentum überbrücken konnte, ohne dabei das für seine verfassungsmäßige Freiheit entscheidende Prinzip des juristisch konzipierten Rechts preiszugeben. Andererseits fungierte das Gewohnheitsrecht seit dem 18. Jahrhundert angesichts einer modernisierenden Gesetzgebung als Bewahrer der Vergangenheit. Schließlich aber setzten sich die Anhänger Benthams durch, und so wurde die Vertragsfreiheit in den Jahren 1830 bis 1860 auch auf Grund und Boden ausgeweitet. Diese starke Tendenz wurde erst in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts umgekehrt, als die Gesetzgebung ihren Kurs radikal änderte. Die Kollektivistische-Periode hatte eingesetzt. Das Beharrungsvermögen des Gewohnheitsrechts wurde bewusst durch Vorschriften verstärkt, die ausdrücklich zu dem Zweck erlassen wurden, die Wohnstätten und Berufe der ländlichen Klassen vor den Auswirkungen der Vertragsfreiheit zu schützen. Man ergriff umfassende Maßnahmen, um den Behausangehen der Armen ein gewisses Maß an Gesundheit und Erträglichkeit sicherzustellen, man wies ihnen Parzellen zu und gab ihnen eine Möglichkeit, aus den Slums herauszukommen und die frische Luft der Natur zu atmen, des sogenannten Gentleman's Park. Armselige irische Mieter und Londoner Slumbewohner wurden aus den Klauen der Marktgesetze durch gesetzgeberische Maßnahmen gerettet, die darauf abzielten, ihre Unterkünfte vor dem Moloch des Fortschritts zu schützen. Auf dem Kontinent waren es vor allem das gesetzte Recht und Verwaltungsmaßnahmen, die den Mieter, den Bauern und den Landarbeiter vor den ärgsten Auswirkungen der Verstädterung schützten. Preußische Konservative wie Rodbertus, dessen Junkersozialismus Marx beeinflusste, waren Blutsbrüder der englischen Tory-Demokraten. Bald erhob sich das Problem des Schutzes der Agrarbevölkerungen ganzer Länder und Kontinente. Wenn der internationale Freihandel nicht gebremst würde, musste er zwangsläufig immer größer geschlossene Gruppen von landwirtschaftlichen Produzenten eliminieren. Dieser unaufhaltsame Zerstörungsprozess wurde besonders verschärft durch die naturgemäß nicht kontinuierliche Entwicklung der modernen Transportmittel, deren Einführung in neue Gebiete der Erde zu teuer kommt, es sei denn, es stünden hohe Gewinne in Aussicht. Sobald sich die enormen Investitionen in den Bau von Dampfschiffen und Eisenbahnen bezahlt zu machen begannen, wurden ganze Erdteile geöffnet, und eine Lawine von Getreide begann sich über das unglückliche Europa zu ergießen. Dies stand im Gegensatz zu der klassischen, von Ricardo zum Axiom erhobenen Voraussage, wonach das fruchtbarste Land als erstes besiedelt würde, eine Auffassung, der die Erschließung von fruchtbarem Land in den Antipoden durch die Eisenbahn Hundschutz brach. Mitteleuropa sah sich der Gefahr einer völligen Vernichtung seiner Landwirtschaft gegenüber und war gezwungen, seine Bauernschaft durch die Einführung von Korngesetzen zu schützen. Während aber die organisierten Staaten Europas sich gegen die Auswirkungen des internationalen Freihandels wehren konnten, so waren die politisch nicht organisierten Kolonialvölker dazu nicht in der Lage. Der Kampf gegen den Imperialismus war vor allem ein Versuch der überseeischen Völker zur Erringung jenes politischen Status, den sie brauchten, um sich gegen die von der europäischen Handelspolitik verursachten gesellschaftlichen Erschütterungen zu schützen. Der Schutz, den sich der weiße Mann durch den souveränen Status seiner Gemeinschaften leicht verschaffen konnte, lag für den Farbigen außer Reichweite, solange er nicht über die erforderliche Vorbedingung verfügte, nämlich politische Selbstverwaltung. Die gewerbetreibenden Klassen unterstützten die Forderung nach Mobilmachung von Grund und Boden. Cobden erschreckte die englischen Gutsherren mit seiner Entdeckung, dass Landwirtschaft ein Geschäft sei, und dass jene, die dabei Pleite machten, verschwinden mussten. Die arbeitenden Klassen konnten für den Freihandel gewonnen werden, sobald es sich herausstellte, dass er zur Verbilligung der Nahrungsmittel führte. Die Gewerkschaften wurden zu Bastionen der Agrarfeindlichkeit,
und der revolutionäre Sozialismus verurteilte die Bauernschaft der Welt als eine unterschiedlose Masse von Reaktionären. Die internationale Arbeitsteilung war zweifellos ein fortschrittliches Bekenntnis, und ihre Gegner rekrutierten sich häufig aus Personen, deren Urteilsvermögen durch althergebrachte Privilegien oder durch Mangel an Intelligenz getrübt war. Die wenigen unabhängigen und freien Geister, die die trächtigerischen Folgen eines unbeschränkten Freihandels erkannten, waren zu wenige, um sich Gehör zu verschaffen. Dennoch waren diese Folgen, auch wenn sie nicht erkannt wurden, deshalb nicht weniger real. Den bedeutenden Einfluss des Großgrundbesitzes in Westeuropa und das weit bestehen feudaler Lebensformen in Mittel- und Osteuropa im 19. Jahrhundert kann man sehr wohl mit der wichtigen Schutzfunktion erklären, die diese Kräfte durch die Verzögerung der Mobilmachung des Bodens erfüllten. Oft wurde die Frage gestellt, was eigentlich den europäischen Feudaladel in die Lage versetzte, seine Herrschaft in einem bürgerlichen Staat weiter aufrechtzuerhalten, nachdem er die militärischen, juristischen und administrativen Aufgaben, denen er seinen Aufstieg verdankte, abgegeben hatte. Manchmal wurde als Erklärung die Theorie des Überlebens herangezogen, nach der funktionslos gewordene Institutionen oder Charakteristika nach dem Gesetz der Trägheit fortbestehen können. Es ist jedoch sicherlich zutreffender, dass keine Institution je ihre Funktion überlebt und wenn dies scheinbar doch der Fall ist, dann nur deshalb, weil sie eine andere Funktion oder Funktionen übernommen hat, die die ursprüngliche nicht mit einschließen muss. Auf diese Weise behielten Feudalismus und konservativer Großgrundbesitz ihre Macht, solange sie einem Zweck dienten, der zufällig in der Eindämmung der verheerenden Auswirkungen der Mobilmachung von Grund und Boden bestand. Zu dieser Zeit hat TEN die Freihandelsexponenten vergessen, dass Grund und Boden einen Teil des Landesterritoriums bildeten und dass der territoriale Charakter der Souveränität nicht nur die Folge sentimentaler Gedanken und Erinnerungen, sondern massiver Tatsachen war, einschließlich ökonomischer Tatsachen. Im Gegensatz zu den Nomadenvölkern geht es dem Ackerbauern um Verbesserungen, die an einen bestimmten festen Platz gebunden sind. Ohne solche Verbesserungen müsste das menschliche Leben primitiv und von dem der Tiere nicht sehr verschieden bleiben. Welch bedeutende Rolle haben diese festen Örtlichkeiten in der Geschichte der Menschheit gespielt? Sie sind es, die gerodeten und bestellten Böden, die Häuser und die anderen Bauten, die Verkehrsmittel, die für die Produktion erforderlichen mannigfaltigen Anlagen einschließlich Industrie und Bergbau, all jene ständigen und unbeweglichen Verbesserungen, die eine menschliche Gemeinschaft an den Ort binden, an dem sie sich befindet. Sie können nicht improvisiert, sondern müssen im Verlauf von Generationen langsam und geduldig aufgebaut werden, und die Gemeinschaft kann es sich nicht leisten, sie zu opfern und anderswo neu zu beginnen. Daher der territoriale Charakter der Souveränität, der unsere politischen Begriffe durchdringt. 6. Ein Jahrhundert lang wurden diese offensichtlichen Wahrheiten verlacht. Das ökonomische Argument könnte ohne weiteres ausgewildheitet werden, so dass es die mit der Unverletzlichkeit des Bodens und seiner Ressourcen zusammenhängenden Schutz- und Sicherheitsfaktoren umfasst, wie die Lebenskraft und Zähigkeit der Bevölkerung, eine reichliche Nahrungsmittelversorgung, die Menge und die Art der Verteidigungsmittel, ja sogar das Klima des Landes, das durch Abholzung der Wälder, durch Erosion und Sandverwehungen beeinträchtigt werden kann, alles Gegebenheiten, die letztlich auf dem Faktor Boden beruhen und die allesamt nicht dem Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage unterworfen sind. In einem System, das zur Sicherung seiner existenziellen Erfordernisse ausschließlich von marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten abhängig ist, wird sich das Vertrauen naturgemäß solchen Kräften außerhalb des Marktsystems zuwenden, die imstande sind, allgemeine von diesem System gefährdete Interessen wahrzunehmen. Eine Sol-CHE-Ansicht entspricht unserer Beurteilung der wahren Quellen des Klasseneinflusses, anstatt zu versuchen, die im Gegensatz zur allgemeinen Tendenz der Zeit verlaufenden Entwicklungen mit dem unerklärten Einfluss der reaktionären Klassen zu erklären, ziehen wir es vor, den Einfluss solcher Klassen mit der Tatsache zu erklären, dass sie, wenn auch nur zufällig, für Entwicklungen eintreten, die nur scheinbar im Gegensatz zum allgemeinen Interesse der Gemeinschaft stehen. Dass eine solche Politik ihren eigenen Interessen oft sehr zunutze kommt, ist nur eine zusätzliche Bestätigung der Wahrheit, dass Klassen durchaus imstande sind, aus den Diensten, die sie der Gemeinschaft leisten mögen, überdurchschnittliche Vorteile zu ziehen. Ein Beispiel dafür war das Spenham-Landsystem. Der Landjunker, der das Dorf beherrschte, entdeckte eine Methode,
mit deren Hilfe er das Ansteigen der ländlichen Löhne bremsen und die drohende Zerrüttung der traditionellen dörflichen Lebensformen verlangsamen konnte. Auf lange Sicht musste er diese Methode jedoch die schlimmsten Folgen zeitigen. Dennoch wären die Landjunker nicht imstande gewesen, ihre Praktiken aufrechtzuerhalten, wenn sie damit nicht gleichzeitig dem Land schlechthin geholfen hätten, der steigenden Flut der industriellen Revolution entgegenzutreten. Auf dem europäischen Kontinent hingegen war der Agrarprotektionismus eine Notwendigkeit. Allerdings waren die aktivsten intellektuellen Kräfte jener Zeit mit einem Abenteuer befasst, das ihren Blickwinkel so verschob, dass ihnen die wahre Bedeutung der traurigen Verhältnisse in der Landwirtschaft entging. Unter diesen Umständen konnte eine Gruppe, die fähig war, die bedrohten Agrarinteressen zu vertreten, einen ihre Zahl bei weitem übersteigenden Einfluss gewinnen. Der protektionistischen Gegenbewegung gelang es tatsächlich, die Verhältnisse im ländlichen Europa zu stabilisieren und die Landflucht, die Geißel jener Zeit, einzudämmen. Die Reaktion profitierte von einer gesellschaftlich nützlichen Funktion, die sie zufällig erfüllte. Dieselbe Funktion, die es reaktionären Klassen in Europa ermöglichte, traditionelle Gefühlswerte in ihrem Kampf um Agrarzölle auszuspielen, war etwa ein halbes Jahrhundert später für den Erfolg der Tennessee Valley Authority und anderer fortschrittlicher sozialpolitischer Projekte verantwortlich. Dieselben gesellschaftlichen Erfordernisse, die der Demokratie in der neuen Welt zugute kamen, stärkten in der alten Welt den Einfluss des Adels. Der Widerstand gegen die Mobilisierung des Bodens war der soziologische Hintergrund des Kampfes zwischen Liberalismus und Reaktion, der die politische Geschichte Kontinentaleuropas im 19. Jahrhundert charakterisierte. In diesem Kampf waren die Militärs und der höhere Klerus Verbündete der Großgrundbesitzer, die ihre direkten Funktionen in der Gesellschaft fast völlig verloren hatten. Diese Klassen waren nun für jeglichen reaktionären Ausweg aus jener Sackgasse zu haben, in die die Marktwirtschaft und ihre Folgeerscheinung, die verfassungsmäßige Regierung, sie zu führen drohten, da sie nicht durch Tradition und Ideologie den bürgerlichen Freiheiten und der parlamentarischen Herrschaft verpflichtet waren. Kurz gesagt, der Wirtschaftsliberalismus war eng mit dem 51-liberalen Staat verbunden, die Großgrundbesitzer waren es hingegen nicht, und dies war die Quelle ihrer beständigen politischen Bedeutung im kontinentalen Europa, die die Gegenstrechtümungen der preußischen Politik unter Bismarck hervorbrachte, klerikale und militärische Revanche-Tendenzen in Frankreich nährte, den Einfluss des Feudaladels am Hofe des Habsburgerreichs sicherte sowie Kirche und Armee zu den Hütern an Kinder Throne machte. Da diese Verbindung jene kritischen zwei Generationen überdauerte, die John Maynard Keynes einmal als die praktische Alternative zur Ewigkeit bezeichnet hatte, wurde dem Land und dem Grundbesitz nunmehr eine angeborene reaktionäre Neigung zugeschrieben. Das England des 18. Jahrhunderts mit seinen Freihandels-Tories und agrarischen Pionieren war ebenso vergessen wie die Landaufkäufer der Tudor-Periode und ihre revolutionären Methoden des Geldverdienens mit Grund und Boden, die physiokratischen Gutsherren Frankreichs und Deutschlands samt ihrer Begeisterung für den Freihandel wurden im öffentlichen Bewusstsein von dem modernen Vorurteil der ewigen Rückständigkeit des ländlichen Bereichs ausgelöscht. Herbert Spencer, dem eine Generation als Probemuster für die Ewigkeit genügte, setzte Militarismus einfach mit Reaktion gleich. Die in neuerer Zeit gezeigte soziale und technologische Anpassungsfähigkeit der japanischen, der russischen oder der Nazi-Armee wäre ihm völlig unverständlich gewesen. Solche Auffassungen waren eben zeitgebunden. Die ungeheuren Leistungen der Industrie waren um den Preis großen Schadens an der Gesellschaftssubstanz erkauft worden. Die Feudalklassen nahmen dies zum Anlass, um etwas von ihrem verlorenen Prestige zurückzugewinnen, indem sie sich zu Verteidigern der Tugenden des Bodens und des Landvolkes machten. In der literarischen Romantik hatte sich die Natur mit der Vergangenheit verbunden, in der Agrarbewegung des 19. Jahrhunderts versuchte der Feudalismus nicht ohne Erfolg, seine Vergangenheit wiederzugewinnen, indem er sich als Schutzherr der natürlichen Heimat des Menschen, der Scholle, präsentierte. Dieser Kunstgriff hätte nicht wirksam sein können, wenn es keine echte Gefahr gegeben hätte. Armee und Kirche gewannen ebenfalls an Prestige, indem sie sich für die Verteidigung von Recht und Ordnung, die nun sehr verwundbar wurden, zur Verfügung stellten, während das herrschende Bürgertum nicht fähig war, dieses Erfordernis der neuen Wirtschaft zu erfüllen. Das Marktsystem war gegen Tumulte erheblich allergischer als jedes andere bekannte Wirtschaftssystem. Tudor-Regierungen nützten Tumulte aus, um auf örtliche Klagen aufmerksam zu machen,
Einige Rädelsführer mochte man hängen, ansonsten entstand kein Schaden. Der Aufstieg des Geldmarktes führte zu einem völligen Bruch mit dieser Einstellung. Nach 1797 hörten die Tumulte auf, die vorher das Londoner Alltagsleben charakterisiert hatten, und an ihre Stelle traten langsam die Versammlungen, in denen, zumindest im Prinzip, er abgestimmt als randaliert wurde. Siebte. Der König von Preußen, der proklamierte, Ruhe sei der Bürger, er stehe Pflicht, wurde wegen dieses Paradoxons berühmt, aber bald wurde dies zur Selbstverständlichkeit. Im 19. Jahrhundert wurden Verstöße gegen den Frieden, wenn sie von bewaffneten Volksmengen begangen wurden, als Keimzelle der Rebellion und direkte Gefährdung des Staates angesehen, Aktien fielen Hals über Kopf, und es gab keine Untergrenze für die Preise. Schießereien und Aufruhr in den Straßen der Hauptstadt konnten einen wesentlichen Teil des nominellen Nationalkapitals zerstören. Allerdings war das Bürgertum unkriegerisch, die Demokratie war stolz, die Massen zu Wort kommen zu lassen, und auf dem Kontinent klammerte sich das Bürgertum immer noch an die Erinnerungen seiner revolutionären Jugend, als es selber einer tyrannischen Aristokratie auf den Barrikaden entgegengetreten war. Die Bauernschaft, die vom Virus des Liberalismus noch am wenigsten angesteckt war, wurde schließlich als die einzige Schicht angesehen, die persönlich für Recht und Ordnung einstehen würde. Eine der Funktionen der Reaktion sollte darin bestehen, die arbeitenden Klassen in Schach zu halten, damit die Märkte nicht in Panik gerieten. Obwohl dieser Dienst nur selten in Anspruch genommen wurde, so war die Verfügbarkeit der Bauern als Verteidiger von Besitzrechten ein Aktivposten für das agrarische Lager. Die Geschichte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts wäre ansonsten unerklärlich. Als die Gesellschaftsstruktur in Mitteleuropa unter der Belastung von Krieg und Niederlage zusammenbrach, stand nur die Arbeiterklasse zur Verfügung, um die Dinge in Gang zu halten. Überall wurde den Gewerkschaften und sozialdemokratischen Parteien die Macht zugeschoben, Österreich, Ungarn, sogar Deutschland wurden zu Republiken erklärt, obwohl es in diesen Ländern vorher noch nie eine aktive republikanische Partei gegeben hatte. Kaum aber war die akute Gefahr des Zerfalls gebannt und die Hilfe der Gewerkschaften überflüssig geworden, da versuchte das Bürgertum sofort, die Arbeiterklassen von jeglichem Einfluss auf das öffentliche Leben auszuschalten. Dies ist als die kontrarevolutionäre Phase der Nachkriegszeit bekannt. In Wahrheit bestand nie eine ernstliche Gefahr der Errichtung eines kommunistischen Regimes, da die Arbeiter in Parteien und Gewerkschaften organisiert waren, die den Kommunisten feindlich gegenüberstanden. In Ungarn wurde das bolschewistische Zwischenschutzbild dem Land buchstäblich aufgezwungen, als die Verteidigung gegen die französische Invasion dem Land keine andere Wahl ließ. Die Gefahr war nicht der Bolschewismus, sondern die Missachtung der Regeln der Marktwirtschaft durch die Gewerkschaften und Arbeiterparteien in Krisenfällen. Denn im Rahmen der Marktwirtschaft könnten ansonsten harmlose Störungen der öffentlichen Ordnung und Geschäftsgewohnheiten eine tödliche Bedrohung darstellen. 8. Da sie den Zusammenbruch jenes Wirtschaftsregimes verursachen konnten, von dem das tägliche Brot der Gesellschaft abhängig war. Dies erklärt die in manchen Ländern eingetretene bemerkenswerte Verschiebung von einer angeblich bevorstehenden Diktatur der Industriearbeiter zu einer tatsächlichen Diktatur der Bauernschaft. In den 20er Jahren bestimmte die Bauernschaft die Wirtschaftspolitik in einigen Staaten, in denen sie normalerweise nur eine bescheidene Rolle gespielt hatten. Nun war sie die einzige Klasse, die Recht und Ordnung im modernen, hochgestochenen Sinn des Wortes gewährleisten konnte. Die Überbetonung des Agrariertums im Nachkriegseuropa war Teil der Vorzugsbehandlung, die der Bauernklasse aus politischen Gründen zugestanden wurde. Von der Lapo-Bewegung in Finnland bis zur österreichischen Heimwehr erwiesen sich die Bauern als die Vorkämpfer der Marktwirtschaft, dies machte sie politisch unentbehrlich. Der Nahrungsmittelmangel der ersten Nachkriegsjahre, dem ihr Aufstieg manchmal zugeschrieben wurde, hatte damit wenig zu tun. So muss Stehemann, beispielsweise, in Österreich, um die Bauern finanziell zufriedenzustellen, den Lebensmittelverbrauch durch die Aufrechterhaltung von Getreidezöllen senken, obwohl das Land von Lebensmittelimporten abhängig war. Doch die Interessen der Bauern mussten um jeden Preis gesichert werden, auch wenn der agrarische Protektionismus elend für die Stadtbewohner und unvernünftig hohe Produktionskosten für die Exportindustrien mit sich brachte. Die vor dem einflusslose Bauernklasse gewann auf diese Weise eine Bedeutung, die in keinem Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Rolle stand. Die Angst vor dem Bolschewismus war die Kraft, die ihre politische Position unbezwingbar machte. Und doch war diese Angst, wie wir gesehen haben,
Nicht die Angst vor einer Diktatur der Arbeiterklasse, nichts dergleichen zeichnete sich am Horizont ab, sondern Furcht vor einer Lähmung der Marktwirtschaft, die eintreten könnte, wenn nicht alle Kräfte von der politischen Bühne ausgeschaltet würden, die die Regeln des Marktschutzspiels beiseite schieben könnten. Solange die Bauernschaft die einzige Klasse war, die diese Kräfte ausschalten konnte, war ihr Prestige enorm, und es ermöglichte ihr, das städtische Bürgertum zu erpressen. Sobald aber die Konsolidierung der Staatsmacht und noch früher die Formierung des städtischen Kleinbürgertums in Sturmabteilungen durch die Faschisten die Bourgeoisie aus der Abhängigkeit von der Bauernschaft befreite, sank deren Prestige sehr schnell. Sobald der innere Feind in Stadt und Fabrik neutralisiert oder unterdrückt war, wurde die Bauernschaft wiederum auf ihre vormalige, bescheidene Stellung in der Industriegesellschaft zurückverwiesen. Der Einfluss der Großgrundbesitzer wurde jedoch von diesem Abstieg nicht berührt. Zu ihren Gunsten wirkte sich ein wesentlich beständigerer Faktor aus die wachsende militärische Bedeutung der landwirtschaftlichen Autarkie. Der Weltkrieg hatte die grundlegenden strategischen Fakten ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht, und das gedankenlose Vertrauen auf den Weltmarkt wurde durch einen panikartigen Aufbau der Produktionskapazitäten bei Lebensmitteln ersetzt. Der im Zeichen der Bolschewistenfurcht in Mitteleuropa begonnene Wiederaufbau der Landwirtschaft wurde im Zeichen der Autarkie vollendet. Zum Argument vom inneren Feind kam nun noch das Argument vom äußeren Feind. Liberale Ökonomen sahen darin, wie gewöhnlich, bloß eine romantische Verirrung, hervorgerufen durch unvernünftige Wirtschaftslehren, während in Wirklichkeit gewaltige politische Ereignisse auch beim einfachen Menschen die Bedeutungslosigkeit wirtschaftlicher Überlegungen angesichts der sich abzeichnenden Auflösung des internationalen Systems ins Bewusstsein brachten. Genf setzte seine fruchtlosen Bemühungen fort, den Völkern einzureden, dass sie sich durch ihr Hamstern vor eingebildeten Gefahren schützen wollten, und dass, wenn sie nur alle gemeinsam handelten, der Freihandel zum Nutzen aller wiederhergestellt werden könnte. In der merkwürdig vertrauensseligen Atmosphäre jener Zeit hielten es viele für selbstverständlich, dass die Lösung der wirtschaftlichen Frage, was immer das bedeuten sollte, die Drohung des Krieges nicht nur verringern, sondern für alle Zeiten abwenden würde. Ein hundertjähriger Friede hatte eine unübersteigbare Mauer von Illusionen geschaffen, die den Ausblick auf die Tatsache verstellte. Die Autoren dieser Zeit glänzten durch mangelnden Realismus. A.J. Toynbee betrachtete den Nationalstaat als engstirniges Vorurteil, Ludwig von Mises hielt die Souveränität für eine lezeherrliche Illusion, und Norman Angell sah den Krieg als geschäftliche Fehlkalkulation an. Die Erkenntnis des eigentlichen Wesens der politischen Probleme erreichte einen nie dagewesenen Tiefpunkt. Der Freihandel, der 1846 über die Frage der Korngesetze ausgefochten und gewonnen wurde, wurde 80 Jahre später wieder und wieder über derselben Frage ausgefochten und diesmal verloren. Das Problem der Autarkie plagte die Marktwirtschaft von allem Anfang an. Daher trieben die Anhänger des Wirtschaftsliberalismus das Gespenst des Krieges aus und setzten ihre Hoffnungen naiverweise in eine unzerstörbare Marktwirtschaft. Unbemerkt blieb, dass ihre Argumente bloß zeigten, wie groß die Gefahr für ein Volk war, das sich in seinem Streben nach Sicherheit auf eine so zerbrechliche Institution stützte, wie es der selbstregulierende Markt war. Die Autarkiebewegung der 20er Jahre hatte prophetischen Charakter, sie verwies, angesichts des Dahinschwindens einer Ordnung, auf die Notwendigkeit einer Umstellung. Der Weltkrieg hatte die Gefahr aufgezeigt, und die Menschen verhielten sich dementsprechend, da sie aber 10 Jahre später handelten, wurde der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung als unvernünftig abgetan. Warum soll man sich gegen vergangene Gefahren schützen, lautete der Kommentar vieler Zeitgenossen. Dieses Fehldenken trübte nicht nur die Erkenntnis des Wesens der Autarkie, sondern was noch wichtiger war, auch des Faschismus. In Wirklichkeit erklärte man beide durch die Tatsache, dass die öffentliche Meinung, sobald sich ihr einmal eine Gefahr eingeprägt hat, im Zustand der Angst verharrt, solange deren Ursachen nicht beseitigt sind. Wir behaupteten, dass die Nationen Europas nie den Schock der Kriegserfahrungen überwanden, der sie unerwartet mit den Gefahren der Interdependenz konfrontierte. Vergeblich wurde der Handel wieder aufgenommen, vergeblich spiegelten das Ende von internationalen Konferenzen ein Idyll des Friedens vor, und vergebens Schutz brachen sich Dutzende von Regierungen für Handelsfreiheit aus. Kein Volk konnte vergessen, dass weder eine gesunde Währung noch die beste Kreditwürdigkeit es aus der Klemme befreien würde, wenn es nicht über eigene Lebensmittel und Rohstoffquellen verfügte oder sicher sein konnte, diese durch militärischen Zugriff zu erlangen. Nichts konnte logischer sein als die Beständigkeit,
mit der diese fundamentale Überlegung die Politik der Völker formte. Die Quelle der Gefahr war nicht beseitigt. Warum also sollte sich die Angst legen? Einem ähnlichen Irrtum fielen jene Kritiker des Faschismus zum Opfer und sie bildeten die Mehrheit, die den Faschismus als eine Missbildung ohne jegliche politische Ratio betrachteten. Mussolini, hieß es, nahm für sich in Anspruch, den Bolschewismus in Italien abgewendet zu haben, während die Statistiken bewiesen, dass die Streikwelle in Italien bereits über ein Jahr vor dem Marsch auf Rom abgeflaut war. Bewaffnete Arbeiter hatten, zugegebenermaßen, im Jahre 1921 die Fabriken besetzt. Aber war dies ein Grund, sie 1923 zu entwaffnen, als sie längst von den Mauern herabgestiegen waren, auf die sie auf Wache gezogen waren? Hitler behauptete, er habe Deutschland vor dem Bolschewismus gerettet. Aber war es nicht nachgewiesen, dass die Flut der Arbeitslosigkeit, die seiner Kanzlerschaft vorausgegangen war, vor seiner Machtergreifung zurückgegangen war? Die Behauptung, dass er etwas abgewehrt habe, das im Moment seiner Machtergreifung nicht mehr existierte, steht im Gegensatz zum Gesetz von Ursache und Wirkung, das auch in der Politik Geltung haben muss. In Wirklichkeit bewies die erste Nachkriegszeit in Deutschland ebenso wie in Italien, dass der Bolschewismus nicht die geringste Siegeschance hatte. Sie zeigte aber auch eindeutig, dass die Arbeiterklasse, ihre Gewerkschaften und ihre politischen Parteien sich im Krisenfall über die Regeln eines Marktes hinwegsetzen könnten, der die Vertragsfreiheit und die Heiligkeit des Privateigentums als absolute Werte konstituierte, eine Möglichkeit, die für die Gesellschaft nur die schlimmsten Folgen haben konnte, denn sie würde Investoren entmutigen, die Kapitalakkumulation verhindern, die Löhne auf einem unprofitablen Niveau halten, die Währung gefährden, die Kreditwürdigkeit im Ausland untergraben, das Vertrauen schwächen und die Unternehmen lähmen. Nicht die eingebildete Gefahr einer kommunistischen Revolution, sondern die unleugbare Tat SACHI, dass die Arbeiterklasse in der Lage war, möglicherweise ruinöse Eingriffe zu erzwingen, war die Quelle der latenten Angst, die im kritischen Augenblick zur Panikreaktion des Faschismus führte. Die Gefahren für Mensch und Natur können nicht fein säuberlich voneinander getrennt werden. Die Reaktionen sowohl der Arbeiterklasse als auch der Bauernschaft auf die Marktwirtschaft führten zum Protektionismus, bei der ersteren hauptsächlich in der Form der Sozial- und Fabrikgesetze, bei der letzteren in Form der Agrarzölle und Bodengesetze. Dennoch gab es diesen bedeutsamen Unterschied: Im Krisenfall verteidigten die Bauern Europas das Marktsystem, das durch die Politik der Arbeiterklasse gefährdet wurde. Während die Krise des an sich instabilen Systems von beiden Flügeln der protektionistischen Bewegung heraufbeschworen wurde, neigten die mit dem Boden verbundenen Gesellschaftsschichten zu einem Kompromiss mit dem Marktsystem, während die breite Klasse der Arbeiter nicht davor zurückschreckte, seine Regeln zu brechen und es direkt herauszufordern.